Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wenn es schnell gehen muss, dann mache ich öfter Press-On-Nails, das kennt ihr schon von mir. Diese Nägel sollen auch schon nach 2 Wochen wieder entfernt werden. Deswegen eine schnelle Variante und ich habe euch an dieser Kundin jetzt schon 2 Möglichkeiten gezeigt. Ich habe ihr eine Maniküre gemacht, den Nagel vorbereitet. Jetzt kommt der Ultrabond, den kennt ihr von mir, ist ein Haftvermittler, der an der Luft trocknet. Dann habe ich diese naturfarbenen Press-On-Nails genommen. Die sind an sich schon angeraut, aber ich empfehle immer, sie zusätzlich nochmal anzurauen oder mit Aceton zu behandeln. Dann hält das Ganze einfach besser. Genau, jetzt werden erstmal alle Nägel verlängert und ich versuche es so zu machen, dass der Tipp auch schön flach zum Nagel hin ausläuft, sonst hat man so eine unangenehme Kante. Lasst euch da ein bisschen Zeit und ich habe so eine kleine LED-Taschenlampe und die Kundin hält das immer dann kurz drauf, um es quasi zu fixieren, damit das kurz anhärtet und anschließend, wenn alle 5 Finger fertig sind, geht es dann ganz normal zum Aushärten in die Lampe. Jetzt werden die Nägel einmal wie gewohnt gekürzt mit einem Tipcutter und dann kannst du sie in Form feilen. Das bedeutet, wenn du Interesse am Press-On-Nails hast, dann reicht es auch erstmal, wenn du dir vielleicht eine Länge und Form kaufst, um das Ganze zu testen, denn du kannst sie beliebig kürzen und umfeilen. Und ich persönlich mag einfach die naturfarbenen, weil man da sehr natürliche Looks mitmachen kann. Wichtig ist, der Nagel muss nach dem Feilen angeraut werden. Wenn du jetzt zum Beispiel mit Shellac oder so arbeitest, ich habe jetzt Rubber Base Gel genommen und trage es schön satt auf die Nägel auf, dann hast du so einen schönen rosa milchigen Look und das Ganze wird dann gleich noch mit einem Glitzerversiegler versiegelt und zwar mit dem Frosted Sealer. Wenn du das Video siehst, dann hoffe ich, dass er verfügbar ist. Das ist einfach ein Versiegler ohne Schwitzschicht, der blauen Schimmer drin hat. Das ist sicherlich nicht jedermanns Sache, aber ich finde es so schön und der ist ja auch bei euch extrem gut angekommen. Der wird jetzt einfach nochmal auf alle Nägel aufgetragen. Der ist ohne Schwitzschicht. Das heißt, eigentlich ist das ein Versiegler für sich. Du musst ihn nicht nochmal versiegeln. Aber gerade bei diesen Glitzerversieglern finde ich es meistens nochmal schöner, wenn man on top nochmal einen normalen High-Gloss-Sealer aufträgt, weil die Oberfläche dann einfach nochmal ein bisschen schöner ist. Hier sieht es vielleicht ein bisschen unscheinbar aus. Je nachdem, wie das Licht einfällt oder wie nah man rangeht, sieht man es dann besser. Oder wenn du natürlich sehr dunkle Farben drunter machst, dann kommt der blaue Schimmer natürlich sehr, sehr stark zur Geltung. Aber ich versuche es dir gleich nochmal zu zeigen. Wie gesagt, das kommt jetzt schön auf alle Nägel drauf. Und ich finde es so, so schön, gerade im Winter. Das hat so einen schönen frostigen Look. Ich hoffe, du siehst das hier. Auf so hellen Nägeln natürlich sehr dezent, aber ich finde es extrem schön. Ich hoffe, das kleine Video hat dir gefallen. Lass mir gern einen Daumen hoch da und bis zum nächsten Mal. Ciao!